Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pokémon Trainerschule. Heute mit einem DPL-Spezial, denn ich habe die jeweiligen Teilnehmer darum gebeten, ihre Signature-Pokémon vorzustellen von der DPL. Und dementsprechend, wie sich das natürlich gehört, fange ich mit meinem eigenen Signature-Pokémon an, nämlich Machomai. Meiner Meinung nach ist Machomai ein ziemlich unterschätztes Pokémon, zumal es eine wirklich hervorragende Angriffsbase hat. Man muss es einfach so sehen, dass Machomai ziemlich viel aus dem Feld räumen kann, wenn es mal angeschwächt ist oder gar eine Schwäche gegenüber von Machomai hat. Es hat einen wirklich hervorragenden Movepool meiner Meinung nach und deshalb fiel die Wahl bei mir ganz einfach auf Machomai. Neben dem DPL-Spezial gibt es natürlich auch noch die normalen Pokémon-Trainerschulen-Videos, die ihr euch hiermit gerne ansehen könnt. Einfach auf das jeweilige Symbol draufklicken dafür. Kommen wir aber nun wie immer zur Schwächen- und Resistenzen-Tabelle von Machomai. Die Schwächen und Resistenzen des lieben Machomai. Machomais eigener Typ ist Kampf, somit hat es drei Resistenzen, nämlich Käfer, Unlicht und Gestein, wobei die Unlichtresistenz wohl am nützlichsten ist. Sehr effektiv hingegen wirken Attacken vom Typ Flug, Fee und Psycho. Vor allen Dingen die Psycho-Attacken können Machomai erheblichen Schaden zusetzen. Vor allen Dingen der Psy-Schock, denn der zielt auf die Verteidigung ab und kann somit nicht von einer Offensivweste, die Machomai eventuell tragen könnte, abgefangen werden. Schauen wir uns einmal die Statuswerte von Machomai näher an. 90 in der KP, 80 in der Defensive und 85 in der Spezialdefensive Base sind schon einiges, was Machomai hier aushalten kann. Eigentlich relativ ungewöhnlich für ein Kampf-Pokémon. Gewöhnlich, aber hervorragend für einen Kampf-Pokémon ist der wirklich hohe Angriff von 130, der Machomai auch sehr nützlich ist. Das Problem an Machomai ist, es ist wirklich erheblich langsam mit einer Init-Base von 55. Es wird so nur sehr, sehr langsame Pokémon überholen können und alle anderen Pokémon werden Machomai problemlos überholen und es zuerst angreifen. Deshalb ist es vielleicht teilweise auch sinnvoll, Machomai eher mit einer Verteidigungsbase zu spielen, die etwas höher als die des Durchschnitts entspricht. Kommen wir nun zu den Fähigkeiten von Machomai. Machomai kann einer dieser drei Fähigkeiten besitzen. Zum einen wäre das Adrenalin. Der Angriffswert des Pokémons wird um 50% erhöht, wenn es unter einem primären Statusproblem leidet. Die bekanntesten sind wohl Verbrennung und Vergiftung. Theoretischerweise würde aber auch der Schlafstatus dazu zählen. Der Herabsetzung des Angriffswerts wird bei der Verbrennung zudem ignoriert. Das heißt, wenn ihr verbrannt seid, wird der Angriffswert nicht herabgesetzt, sondern um 50% erhöht. Dann gibt es natürlich noch die nächste Fähigkeit, Schildlos. Alle Attacken auf bzw. vom Pokémon treffen. Eine super nützliche Fähigkeit für Machomai, da es auch den Wuchtschlag beherrscht, der eigentlich fast immer verfehlt und dank dieser Fähigkeit immer trifft. Das heißt, ihr habt eine 100er-100 Attacke, die garantiert verwirrt und das ist äußerst nützlich. Übrigens trifft Schildlos auch, wenn das Pokémon in einer Vorbereitungsrunde ist, sprich zum Beispiel Phantomkraft gerade eingesetzt hat. Auch dann würde Machomai sein Ziel nicht verfehlen. Kommen wir nun zur versteckten Fähigkeit Felsenfest. Wenn Machomai zurückschrecken sollte, erhöht sich sein Init-Wert um eine Stufe. Nun ja, der Nutzen von Felsenfest sei jetzt mal hier in den Raum gestellt, da meistens das nur bei Mogelhieb wirklich sinnvoll ist. Adrenalin und Schildlos sind wesentlich bessere Fähigkeiten, bei denen man auf Machomai zurückgreifen kann. Ich habe bei der DPL beide Fähigkeiten benutzt. Kommen wir nun zu den sinnvollen Attacken, die man mit Machomai spielen kann. Machomai kann per Level Up Fußkick, Fußtritt, Kreuzhieb, Wuchtschlag und seit Oras auch den Abschlag lernen. Ja, man muss fairerweise sagen, Fußtritt ist nur dann wirklich nützlich, wenn ihr Machomai mit maximalem Init-Investment spielt, denn der Fußtritt senkt die Initiative des Gegners um eine Stufe herab und fügt gleichzeitig Schaden zu. Fußkick ist vor allen Dingen dann interessant, wenn ihr mit vielen schweren Pokémon rechnet auf der gegnerischen Seite, dann kann der Fußkick böse und üblen Schaden zufügen. Auch der Kreuzhieb sollte hier nicht fehlen, ist einer von Machomais Standardattacken und hat eine erhöhte Volltrefferquote.
Das gilt übrigens auch per DM und VM bei der Steinkante, die hat ebenfalls eine erhöhte Volltrefferquote. Dann gibt es noch Giftdieb, Fassade, Felsgrab und Gegenstoß. Gegenstoß zählt übrigens bei Macho Man zu einem seiner stärksten Unlichtattacken, sofern der Gegner nicht gerade auswechselt. Dann verdoppelt sich nämlich die Stärke von Gegenstoß auf eine 100er-100er Attacke. Und das ist immerhin einiges, was Macho Man hier mit dem Gegenstoß anstellen kann. Gut, vererbungstechnisch kann es da noch Donnerschlag, Feuerschlag und Eishieb, wobei das auch durch den Move-Tutor erlernbar wäre, sowie den Abschlag, falls ihr nicht gerade Aura spielt. Move-Tutor-technisch kann es wirklich nur sinnvoll den Power-Punch lernen. Man muss fairerweise sagen, Macho Mais Move-Pull ist zwar nicht wirklich der beste, aber es hat definitiv sinnvolle Attacken, mit die man hier benutzen kann, damit Macho Mai auch zu seiner vollen Stärke kommt. Kommen wir nun zu den Movesets von Macho Mai. Wie immer werde ich euch zwei Movesets vorstellen, auf der linken Seite ein etwas gängigeres und auf der rechten Seite ein etwas außergewöhnlicheres Moveset. Fangen wir mit den Movesets der DPL an. Das Item, welches Macho Mai hier trägt, ist die Offensivweste, um seine Spezialverteidigung um 50% zu erhöhen. Die Fähigkeit ist schildlos, damit auch ja alle Attacken von Macho Mai ihr Ziel nicht verfehlen. Das Wesen ist hart, wir erhöhen also den Angriffswert, senken den nicht gebrauchten Spezialangriffswert. Die EV-Verteilung ist wie folgt: 252 auf die KP und den Angriffswert. Wer gerne seinen Initiativewert erhöhen möchte statt der KP, kann dies gerne tun. Ich sage euch aber, bei einer Indent Base von 55 ist das nicht unbedingt immer sinnvoll. Die Attacken sind wie folgt: Wuchtschlag, Abschlag, Steinkante und Eishieb. Wer Feen-Pokémon gerne sehr effektiv treffen möchte, nimmt statt dem Eishieb den Gifthieb. Die bösen Überraschungen, die Macho Mai hier zu bieten hat, sind bösartige Volltrefferquote von Steinkante, nerviger Abschlag, der das Item wegnimmt, oder Wuchtschlag, der gerne mal das Ziel verwirrt. Macho Mai kann so einige Probleme im gegnerischen Team verursachen, und das ist auch zu Recht ein großer Faktor, den Macho Mai hier ausrichten kann. Wuchtschlag verwirrt das Pokémon. Die Wahrscheinlichkeit, dass dann der Gegner auswechselt, ist sehr hoch. Bei Abschlag kann man schon fast davon sprechen, dass dann das Item des Gegners garantiert verloren geht, wenn der Gegner auswechseln sollte, nachdem er von Wuchtschlag verwirrt worden ist. Der einzige Haken an Macho Mai ist, dass es wirklich extrem langsam ist. Daher, wenn ihr irgendein Pokémon mit Psyshock oder einer Feenattacke vermutet, die euch leicht aus dem Spiel nehmen könnte, holt besser Macho Mai zurück auf die Bank. Kommen wir nun zum zweiten, etwas außergewöhnlicheren Moveset von Macho Mai. Und das hat sich auch durchaus einige Male in der DPL bewährt. Das Item, welches Macho Mai hier trägt, ist ebenfalls die Offensivweste. Wir ändern die Fähigkeit aber diesmal zu Adrenalin ab. Das Wesen ist ebenfalls hart, es wird also wieder der Angriffswert erhöht und der Spezialangriffswert sinkt. Die EV-Verteilung mag durchaus ungewöhnlich sein. KP ist jetzt nur 172, der Angriff aber immer noch 252 und die 84 Punkte, das ist wirklich das Schöne, könnt ihr so verteilen, wie ihr wollt. Ihr könnt es wirklich auch theoretischerweise in den Init-Wert reinstecken, um die Pokémon mit 60 Init-Base zu überholen. Das Interessante dabei ist, dass es wirklich fast immer aufgeht. Kommen wir nun zu den Attacken, die es lernen kann. Nahkampf, Abschlag, Eishieb und Patronenhieb. Wobei, wenn ihr den Nahkampf nicht nutzen könnt durch Programme wie PK-Hex, könnt ihr auch alternativ den Kreuzhieb mit erhöhter Volltrefferquote nehmen. Das Interessante an diesem Set ist wirklich, dass es ungeahnte Möglichkeiten bietet. Zum einen hat man einen wirklich sicheren Switch-In für nervige Irrlicht- und Donnerwelle-Attacken, wo der Gegner sich an die Hände fasst, wenn er ein Macho Mai mit Adrenalin gerade im Kampf hat. Macho Mai bedankt sich herzlich für das Statusproblem und kann bösartig angreifen, während es spezialverteidigungstechnisch eigentlich überhaupt null Schaden einsteckt. Das Schöne ist, dass der Patronenhieb wirklich sehr effektiv auf die Feenattacken wirkt und dementsprechend auch einige an Möglichkeiten bietet, hier Pokémon vom Typ Fee noch rechtzeitig zu finishen. Vor allen Dingen, wenn der Gegner nicht gerade mit einem Patronenhieb Macho Mai rechnet. Wie gesagt, Adrenalin ist eine wirklich nützliche Fähigkeit und in dieser Kombination auch verdammt gefährlich für den Gegner, wenn er einen Irrlicht oder eine Donnerwelle auf ein anderes Pokémon loslassen will und dann Macho Mai mit dieser Fähigkeit hier trifft. Dann kann das für den Gegner ein ganz böses Ende nehmen. Aber auch mit diesem Set bleibt Macho Mai vor allen Dingen gegenüber von Flug- und Psychoattacken ziemlich anfällig.
Meine Damen und Herren, ich hoffe, es hat euch ermutigt, Macho Mai auch mal näher auszuprobieren und vielleicht in eurem nächsten Wi-Fi-Kampf auch einzusetzen. Wenn es dem so ist, natürlich Like und Favorisierung hier dieses Videos nicht vergessen. Im nächsten Video würdet ihr einen anderen Teilnehmer der DPL sehen. Ich bin jetzt schon gespannt drauf, wer das denn sein wird und ihr denn sicherlich auch. Ich sage bis dann, Servus und Ciao, meine lieben Freunde des Pokémon-Universums. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank für das Zusehen bei diesem Video hier. Hier sind auch nochmal zwei Videos, die euch eventuell auch interessieren könnten. Auf der linken Seite Pokémon Trainerschule mit dem Thema Statusveränderung und auf der rechten Seite das Pokémon Glurak mit seinen Mega-Entwicklungen. Einfach mal draufklicken und ansehen. Natürlich könnt ihr mittels des Pokémon-Buttons auch noch mich abonnieren und mittels des Playlist-Buttons die gesamte Playlist der Pokémon Trainerschule ansehen.